Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Lucky Dog Projekt. Heute gibt es eine kleine Update-Folge, denn in den letzten Wochen hat sich hier einiges getan. Es gibt ein paar neue Sachen, die möchte ich euch gerne einmal zeigen. Lasst auch gerne ein Like, ein Abo da, wenn euch gefällt, was ich mache. Vielen Dank an alle für alle, die mich unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Für die erste große Änderung müssen wir einmal hier in die Map zurückgehen, denn der liebe Mine, vielleicht kennt ihr ihn noch aus anderen Videos, hat nämlich einmal die Inseln komplett überarbeitet. Er hat die Insel mit mehr Detail geschmückt, ein bisschen schöner gemacht, ein bisschen verändert, dass es ein bisschen anders aussieht. Und jetzt ist die Insel komplett fertig. Ich zeige jetzt einmal, wie das Ganze aussieht. Also, schauen wir uns einmal an. Wir können einmal hier einmal, oh, hier zur Insel runtergehen. Das ist zum Beispiel Insel Rot. Wir haben zum einen einmal hier oben eine neue Fahne bekommen. Das ist einmal diese Fahne hier. Ich finde, sie sieht sehr geil aus. Den Mast haben wir auch ein bisschen verschoben. Der war ja hier. Jetzt ist er hier. Ich finde, hier passt er auch besser rein. Sieht auch besser aus. Und wir haben einmal unten noch auch noch ein bisschen mehr Detail reingemacht. Denn es soll ja auch wichtig sein, dass man ein bisschen mehr eine detailreiche Insel hat. Hier einmal zum Beispiel Löcher, hier noch einen Haufen, hier einen kleinen Wagen, ein bisschen Pflanzen, ein bisschen mehr Deko. Der Eingang wurde auch ein bisschen verändert. Ich finde, sieht auch sehr geil aus jetzt. Und innen drin hat Mine auch ein bisschen mehr Detail reingebaut. Wir haben immer noch die gleiche Struktur. Hier einmal der Generator und hier sind die Knöpfe für die Fallen. Aber die Villager sind jetzt nicht mehr eingesperrt zu dem Raum, sondern sind es frei. Und um die herum sind es Kisten, Fässer und alles Mögliche, wo sie nachher einfach rumstehen. Man kann trotzdem immer noch mit ihnen handeln. Aber sie sind einfach nur noch hier in einem freien Raum. Der ganze Raum wurde ein bisschen tiefer gesetzt. Man sieht es auch ein bisschen hier daran, dass es hier ein bisschen freier ist. Und hier steht einmal die Ender Chest, die nachher hier dann auch für den Spieler da ist, der Sachen reinmachen kann. Und natürlich haben wir auch ein paar schöne Banner. Sehr geil geworden auf alle Fälle. Schreibt gerne mal jetzt in die Kommentare, wie ihr die Insel findet, was ihr daran noch ändern würdet. Genau. Und ich finde, die Insel passt so. Und so sind auch alle anderen Inseln auch gebaut. Hier mal die Insel. Und einmal hier die anderen Inseln sind genau gleich aufgebaut. Genau. Das war schon die erste große Änderung. Die zweite Änderung ist sogar schon hier in der Lobby. Denn man soll ja später auch ein paar Sachen fürs Spiel einstellen können. Wo macht man das besser? Wie in einem Einstellungsraum. Diesen haben wir einmal gebaut. Hinter mir seht ihr schon, da ist ein Loch im Boden. Da können wir mal hinlaufen und mal hier reinspringen. Hier ist ein Wasserbecken und hier ist ein Wasserfahrstuhl, mit dem man wieder hochkommt. Hier, zack, und wieder hoch. Gehen wir mal hier runter. Hier sind viele verschiedene Knöpfe und Blöcke, die noch nicht belegt sind. Aber hier kann man später Sachen einstellen. Zum Beispiel könnt ihr hier einstellen, welches Holz ihr gerne im Spiel haben möchtet. Das heißt, aktuell ist Bambus. Ich möchte aber jetzt lieber gerne hier das neue Cherry Wood haben. Drücke ich hier drauf. Und jetzt kann ich im Spiel nur noch Cherry Wood kaufen. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt euch auch hier sagen, naja, Endstone ist zwar cool, aber man sollte lieber doch ein bisschen länger abbauen müssen. Nehme ich lieber Deep Slate. Oder ich nehme lieber die Bricks. Könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Dann wird dieses Holz auch später dann im Shop zu kaufen sein, im Spiel. Was wir auch hier haben, sind zum Beispiel noch Effekte. Hier kann man dann einstellen, ob man Speed, Jump oder Saturation haben möchte. Man kann auch einstellen, ob man Singleplayer oder Multiplayer spielen möchte. Wie das man möchte. Ich habe gerade Singleplayer zum Testen drin. Später kann man vielleicht noch ein paar Loot-Sachen einstellen und sonstige Sachen. Da könnt ihr auch gerne eure Ideen reinschreiben, was ich hier gerne noch einbauen soll. Denn hier kann man sehr viel einbauen. Und ich hätte es auch ziemlich simpel eigentlich. Ich habe zum Beispiel hier hinten, bei den Knöpfen, habe ich einfach nur Repeater. Und dann wird quasi eine Function ausgeführt. Und die setzt dann quasi hier einen Redstone-Block und macht einfach ein Scoreboard 1 nach oben oder auf einen bestimmten Wert. Das dann hier diese nicht mehr getriggert werden kann. Drücke ich einen anderen, wird dann da der Redstone-Block immer gesetzt. Ziemlich einfache Technik. Habe ich auch ziemlich cool gebaut. Und mir gefällt das auch ziemlich gut. Genau. Jetzt kommen wir noch zu großen letzten Sachen. Wer von euch weiß noch, wie das Projekt ursprünglich wirklich hieß? Es hieß nicht Bed Wars, es hieß Lucky Dog Bed Wars. Und was fehlt beim Lucky Dog Bed Wars aktuell noch bei mir? Genau, das sind die Lucky Blöcke. Ich habe jetzt Lucky Blöcke eingefügt, habe Texturen von einem Freund namens Alec bekommen. Ihr kennt ihn vielleicht auch schon, er war mal in einem Tycoon-Video dabei, wo wir getestet haben. Er hat zwei Texturen für mich erstellt, für die Lucky Blöcke. Wir können mal hier ins Inventar gehen und sehen, hier sind zwei Lucky Blöcke. Einmal den OP Lucky Block und einmal den Lucky Block. Die kann man auch später in der Map kaufen und bekommen. Aktuell sind sie nur im Inventar, da ich sie nicht eingerichtet habe. Diese Lucky Blöcke haben einen bestimmten Loot Table, das heißt, man kann hier einstellen, was sie droppen. Ich kann hier nahezu alles einstellen, was ich möchte. Und da könnt ihr auch gerne Ideen reinschreiben,
die ich hier in die verschiedenen Ducky-Blöcke reinmachen soll. Natürlich soll der OP-Stuff, wie zum Beispiel der Lytra und OP-Schwerter, sollen hier in OP-Ducky-Block und die normalen Sachen wie Blöcke und alles weitere, was nicht zu OP ist, kommt hier rein. Da könnt ihr gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben. Ich werde das nächste Video ein Ideenvideo machen, wo ich nur Ideen von euch reinbringe. Und sonst werde ich auf meinem Discord ein paar Freunde fragen, die mir da ein paar Ideen geben. Aber sonst wird der Rest alles in euren Kommentaren abhängen. Also schreibt jetzt alles ruhig rein. Ich werde versuchen, wirklich jeden Kommentar umzusetzen. Und ihr werdet auch namentlich dann erwähnt im Video. Das heißt, ihr bekommt auch eine Na sieht es auch, wenn ihr gemacht habt. Sehr cool auf alle Fälle. Aber jetzt können wir mal den normalen Lucky Block abbauen. Ich mache jetzt hier mal 10 Stück. Wir können auch ein paar mehr machen, so. Wir machen 10, so. Dann müssen wir in Survival gehen. Jetzt können wir die abbauen. Die Lucky Blöcke lassen sich mit jedem Tool, egal welchem, immer gleich abbauen. Das ist voll egal. Guck mal, was wir hier Cooles rausbekommen. Mach die mal weg. So. Schau, was wir rausbekommen. Block 1. Eine Anvil Drop. Das hat nicht funktioniert. Moment. Das Problem im Singleplayer ist leider, wenn ich einmal das Spiel verlasse, wird das Spiel automatisch resettet, weil aktuell kein Spiel mehr da ist. Da ich ja erst joinen muss, dann wird das Spiel wieder gestartet und das ist einfach eine Technik, die da rumbuggt. Aber jetzt können wir sie machen, nämlich hier abbauen. Jetzt kommen wir raus. Ah, abbauen. Eine Eisenhose. Cool. Weiter geht's. Papier, Niete. Ja, okay. Eier. Noch eine Eisenhose. Noch mehr Eier. Wolle, die sich auch automatisch in die Farbe färbt, die ich gejoint bin. Wieder Eier. Noch mehr Wolle. Eisen. Cool. Und nochmal Wolle. Bei ein paar Sachen, wie zum Beispiel Eisen, kann es zufällig einen bestimmten Betrag geben. Gerade gab es 13. Ich weiß nicht, wie ich eingeprogrammiert habe, aber kann auf alle Fälle verschieden viele Anzahl von Items reinbauen. Davon einmal die normalen Lucky Blöcke. Aber hier haben sich auch OP Lucky Blöcke, die hier Sachen rauskriegen, geben können. Das war natürlich nicht alles. Ich habe einen Haufen Sachen eingebaut. Ich kam immer durch Zufall irgendwas Neues raus. Ich kann hier immer die platzieren. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bauen die ab. Wie kommen wir raus? Ein Bogen mit Schlag 2. Neue Lucky Blöcke. Zwei Totems. Oha. Eine Enderperle. Explosionssicheres Glas. Nochmal Totem. OP-Gap. Nochmal ein Bogen. Obsidian. Und nochmal OP-Goldäpfel. Aber das sind auf alle Fälle die Sachen, wo wir hier haben. Wir können natürlich alles fast einbauen, was man wirklich möchte. Wir haben zum Beispiel den Anvil Drop. Ich habe den, glaube ich, gerade nicht da. Aber das ist auch ein Drop, wo dann quasi Anvils kommen und dann runterfallen. Ich habe auch einen Cache, glaube ich, eingebaut, wo dann quasi Spiele eingefangen werden. So Sachen sind alles möglich. Aber schreibt da gerne noch eure Ideen in die Kommentare. Und wie gesagt, ich werde versuchen, alles wirklich einzubauen, was ihr reinschreibt, dass es auch ein bisschen community-abhängig ist. Und ihr auch irgendwie coole Ideen schreibt habt, die ihr auch Ideen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare oder schreibt es mir per Discord, auf dem Discord-Server oder privat, wie ihr möchtet. Ich nehme alle Ideen an und mit alles versuchen einzubauen. Ja. Aber das war es eigentlich schon mit dem Video. Nächste Folge wird, wie gesagt, einmal eine Lucky Block Folge sein, wo ich nur Lucky Block Drops einbauen werde. Das heißt, ich schreibe Leute auf Discord an und nehme eure Kommentarideen, baue die ein. Dann nehme ich einmal auf, wie ich das Ganze te teste und euch zeige, was ich gemacht habe. Das wird dann für ein paar Drops sein. Das werden so die nächsten Folgen so abgedeckt sein. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Video.